sich Filipa Flugig damit wohl einen Gefallen getan hat? Dem 24-Jährigen wurde die Ehre zuteil, das erste Einzeldate der diesjährigen Bachelorette-Staffel abzusagen. Gemeinsam mit Nadine Klein, 32, genoss er die Zweisamkeit unter der griechischen Sonne. Bei seiner Rückkehr in die Boys Villa führte er seine Konkurrenten an der Nase herum, er gaukelte ihnen vor, dass er die Nacht bei der 32-Jährigen verbringen wird. Beim Joke, den nicht alle Kandidaten witzig fanden. Vor allem Brian Dreher zeigte sich geschockt von der Vorstellung, dass Nadine tatsächlich schon mit einem Verehrer die Nacht verbringen möchte. B. Das ist brutal. Da muss er ja echt gut angekommen sein. Selbst wenn sie mich fragen würde, ob ich bei ihr übernachten möchte, würde ich es niemals machen, war der 27-Jährige von der vermeintlichen Wendung empört. Auch Eddie Mock hätte die Wahlberlinerin nicht so draufgängerisch eingeschätzt. Von ihr finde ich das auch echt krass, erklärte er völlig überrumpelt. Auch Philipp merkte, dass sein Witz bei einigen Konkurrenten einen Hauch von Eifersucht auslöste. B. Da gab es ein, zwei Kandidaten, bei denen ich schon gemerkt habe, das nimmt ihr richtig mit, zeigte er sich überrascht. Doch was sagt er zu dem Joke des Hamburgers? Stimmt im Voting ab.